Ich habe gar nicht mal so viel Heils-Dinge. Am Anfang habe ich sie kaum gebraucht und jetzt brauche ich sie fast nur noch. So. Was hätten wir? Ach, Marinette. Das halt. Stimmt, Mary hat es nicht geschafft. Huan. Fellgift. Mhm. Stiefel. So. Dann gehen wir mal da rein. Jetzt müssen wir noch den letzten Magier finden. Dafür gehen wir einfach mal aus unserem Haus raus. Und dann sind wir nämlich ein bisschen dichter an der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte, aber erstmal quatschen wir nochmal mit Mary. Wisst ihr, ich glaube langsam, ich würde gerne mit euch über die Organisation unserer Schlafplätze sprechen. Denkt ihr, er könnte vielleicht ein anderes Bett benutzen? Ist es, weil er uns zusieht, wenn wir... Ihr wisst schon? Nun ja, es ist nur... Er schnarcht. Und manchmal stinkt er wie eine Kloake. Oh, sei bitte nicht traurig. Ich hab dich wirklich gern. Aber vielleicht könntest du ja bei Sandal schlafen. Verzauberung! Mhm. Er schläft bei Sandal. Wisst ihr, ich glaube langsam Sandal beobachtet mich. Okay. Also Sachen gepackt und... Nein, möchte ich nicht. So, vollständige Gruppe und ab geht's. Wir gehen dafür in die Oberstadt. 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 So. Wir müssen... zu so einem bestimmten Anwesen. Was will der eigentlich von uns? Fahren wir einfach mal nach. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Ungeachtet dessen werde ich hier sein. Der klingt irgendwie komplett anders. So, ich muss ein bestimmtes Anwesen finden. Was haben wir hier? Das ist der Oberplatz, Rotlichtviertel, die Rikong, Oberstadt, Viertel, Anwesen, Hubert, Govers Kling, also das ist der Marktplatz, aha, okay, gut, gut, schön, schön. Gucken wir doch mal hier einfach beim Quests nach. Aktiviert, sagte ich. Sprich mit Komplett, Also, das ist nachts in ihrem Anwesen. Nicht am helllichten Tag. Gut, dann geh rein, schlafen, raus. Evelyn, hi. Hier, mein Junge. Ich hab hier was, woran du deine Zähne wetzen kannst. Wetzstein. Frisch konfiszierte Hammel, nur für dich. Lass es dir schmecken. Ich wollte nur mal sehen, wie es meinem besten Gardisten geht. Er hilft den Männern, einen gesunden Respekt zu entwickeln. Und sie lernen, wie man wegrennt. Ja, Trainingsobjekt. Hund. Kommt sie niemals ran. So, unsere Gruppe. Dann verlassen wir jetzt aber bei Nacht in die Oberstadt auf der Flucht. Ja, das ist richtig. Raus. Das da runter, das da, 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 da. Die Fassade eures Hauses ist so sauber. Habt ihr jemanden, der es für euch wäscht? Das A, das nennt sich sauber, B, Regen. Meryl, streng den Kopf an. Wir müssen erstmal unten lang weiter, gut. Meryl hat ein Level Up. Konstitution. Stein, ja da, mehr Schaden. Wenn alles nichts hilft, mehr Schaden hilft immer. Blutdunstige. So.
So. Und da entblitzen wir sie mal. Sich mit uns anzulegen. Endet meistens tödlich. Das wissen wir schon, kleiner Zwerg. So, jetzt gehen wir mal hier die Konzi weiter. Ja, ja, blub, blub. Was gibt's hier noch? Junks, Feuerschein, Ziele, okay, gut, weiter geht's. Ja, das Selbstwert. Dann nehme ich hier so rum. Bekommen bestimmt gleich wieder Besuch. Ich kann ihn nicht riechen. Andere Sache, warum ist das Haus hier hinten in irgendeiner Ecke so mega weit weg? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wen und was wir da alles dran finden und auch, ob der letzte Typ hier ist. Der Magier, sein Sohn, seine Tochter, keine Ahnung. Ihr seht heute Abend bezaubernd aus, meine Dame. Oh, ihr seid zu freundlich. Ich fühle mich geehrt, den Champion in meinem bescheidenen Zuhause begrüßen zu dürfen. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Talia? Ja. Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten. Für eine Frau, deren Sohn von den Templern gesucht wird, seid ihr enorm gut gelaunt. Emil? Ja, natürlich. Die Templer haben sich kürzlich nach unserem armen Jungen erkundigt. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst 6. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Junge. Dulci! Was habt ihr getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume! Liebling! Hört auf mit diesem Liebling, Dulci. Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben Guillaume, habt. Guillaume, Liebling, wir haben Gäste. Hi. Ich bin die beste Chance eures Sohnes, Gnade von den Templern zu erfahren. Gnade? Sie würden ihm doch nicht wirklich wehtun, oder? Oh, ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht! Bitte, rettet meinem Sohn das Leben. Es scheint, als sei die Comtesse in größter Gefahr, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Ja, Dulci, sie ist etwas angespannt. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Mann? Oh, aber das ist so ein schmutziger Ort. Komm, Dulci, vielleicht solltet ihr euch ein wenig inlegen. Auf einmal hat er auch so einen Akzent. Hatte er eben nicht. Gut, wir drehen uns einmal um und ab zurück. Oh, aber der gehängte Mann ist so ein schmutziger Ort. Ich hätte es nicht besser sagen... Ich hätte es nicht besser sagen können. Ach ja. Der gehängte Mann... Ach, komm schon. Gruppenkämpfer. So, hopp. Ich wollte hier erstmal runter, aber das geht gerade nicht, weil ich im Kampf bin. Also muss ich mal schauen. Einer von denen kommt uns auf jeden Fall schon. Ach,
Der zweite kommt auch schon. Das ist ja schick. Na, komm schon. Feuerball, Bams. Ja, ne? Schön. So. Gucken wir mal. Und zwar hier der gehängte Mann. So, dann schau ich mal. Mir ist jetzt alles klar. Es gab überhaupt keine Verderbnis. Und wenn ihr das schon schlimm fandet, erzähle ich euch mal was von den Schwarzmarschen. Wisst ihr, Blondschopf, wenn ihr so etwas sagt, bin ich froh, dass ich euch nicht schon früher kennengelernt habe. Wer geht denn freiwillig an einen Ort, der die Schwarzmarschen heißt, wenn sie wenigstens Biermarschen genannt hätten? Nein, das bringt auch nichts. Da habt ihr nicht ganz Unrecht. Der Marschenteil ist einfach zu dominant. Blümchenmarschen, Kätzchenmarschen. Nein, es wird nicht besser. Oh Mann. Oh, ihr habt Gesellschaft. Wir sehen uns später. Hawk, was kann ich für euch tun? Hi. Ihr könntet mir ein Bier spendieren. Ich sollte eigentlich euch bezahlen lassen. Oh, Champion von Kirkwall. Also, was gibt es Neues in der Unterstadt, Varric? Nichts, was ihr nicht bereits wisst. Der Vicomte ist tot und es gibt ein Machtvakuum. Da braut sich etwas zusammen. Kaum ist man eine Bedrohung los, taucht schon die nächste auf. So langsam glaube ich, diese Stadt liebt Katastrophen. Die Stadt ist eine Katastrophe. Mein Freund. Ich halte Bianca immer in meiner Nähe. Das ist doch gut. Also quatschen wir mal eben mit dem Emil. Emil de Lancey? Hi. Hey. Champion Kirkwall. Woher kennt ihr meinen Namen? Etwa von Nella? Ich habe ihr meinen Lancey-Siegelring für einen Kuss gegeben. Und heute Nacht macht sie mich zum Mann. Der Comte hatte recht. Wir konnten ihn die Templer übersehen. Er hat sein ganzes Leben im Zirkel verbracht. Er ist ungeeignet für die wirkliche Welt. Eine Runde auf mich? Ich bin Emil, wie ihr wisst. Und ihr seid? Mitführend, definitiv. Voller Mitleid mit euch. Außerdem helfe ich den Templern bei der Jagd auf den Magier Emil de Lancey. Und prompt taucht ihr auf. Oh Mist, ich weiß, worum es hier geht. Ich bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Das merkt man. Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Habt ihr Todessehnsucht? Ihr seid im Zirkel aufgewachsen. Ihr wisst, was Templer mit Blutmagiern machen. Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ihr versteht das nicht. Ich kam zum Zirkel, als ich 6 war. 6! 20 Jahre war ich eingesperrt. Hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen, küsste nie ein Mädchen. Der Zirkel in Ferelden ist lustiger. Da küssen sich ständig alle. Allerdings war das vor den Abscheulichkeiten. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Die Comtesse hat euch das Geld gegeben, um aus Kirkwall zu fliehen. Vergeudet es nicht. Ihr lasst mich gehen? Ich kann den Templern sagen, ihr werdet tot. Aber ihr müsst sofort gehen. Ich glaube, heute Nacht geht noch ein Schiff. Ich werde an Bord sein. Besser ist. Danke. Eines Tages werde ich mich dafür revanchieren, das verspreche ich. Nein, bitte hau einfach nur ab. Lass mich bloß in Ruhe. Arcana-Verteidiger, ich glaube, wir haben uns 5-mal entschieden für. Ja. Für hier, ihr wisst schon. Für die Magier. Ich laufe jetzt nochmal eben zum Meredith. Und dann. Ja. Gehen wir doch mal zu Meredith und schauen mal, was sie so sagt. Zu unseren 2 Morden und dem angeblich 3. Mord. Da bin ich nämlich schon mal gespannt drauf, ob sie das durchcheckt. Oder nicht. Vor dem laufe ich mit 2 Magiern rum und keiner interessiert es irgendwie, dass ich hier mit Abkündigen rum. Stilenz. Auch nur ein Haufen Idioten hier in dem Zirkel.
So. Speichern, Tür auf. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sowohl Huon als auch Evelina tot sind. Bedauerlich, aber notwendig. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir noch immer nichts von Emile de Lancey gehört. Emile wurde getötet. Und trotzdem gibt es keine Leiche? Keinen Zeugen der Schlacht? Überaus seltsam. Euer Zutun in dieser Sache ist jedenfalls beendet. Die Schuld für alles, was diese Magier getan haben, ist euch zuzuschreiben. Seht euch nur an, wie ihr sie behandelt. Ist es ein Wunder, dass sie verzweifelt sind? Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Vielleicht sind sie nicht verderbt. Vielleicht verdienen sie Nachsicht. Vielleicht kann man sie retten. Man könnte mit denen vielleicht die Hälfte aller Gräber von Kirkwall füllen. Da werde ich doch nicht noch mehr aufhäufen. Genug jetzt. Mir fehlt die Geduld, weiter mit euch zu debattieren. Okay. Dann machen wir uns wieder davon. Was sagt er dazu? Es sind schwere Zeiten für Kirkwall. Ich weiß nicht, was er dazu sagt. Gut. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier durchs Tor und schauen mal, was bei rumkommt. So, wir gucken einfach mal im Quest-Journal nach. Ja genau. Gefährtenquest. Zieh nach Enders. Ja, machen wir das doch erstmal. Gut, dann gehen wir doch mal eben nach Hause. Vorher. Wirklich? Er ist sehr lebendig, wie eine Krähe beim Einemsen. Das ist toll. Danke, Meryl. Ja, kann ich verstehen, davon ist er nicht so begeistert. Und wir haben wieder Post bekommen. Schauen wir doch erstmal nach, was diese Post ist. Blub, 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 blub. Post, 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 Post. Schreibtisch. Juhu. Sind eure Reisen erfolgreich? Immer gucken, was so die Post sagt. König Alistair. Trefft mich bitte in der Feste. Da, 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 da. Am besten kalt serviert. Gut, dann nehmen wir einfach mal alle Quests an. Ihr habt einen Brief erhalten. Kalt serviert ist auf jeden Fall die andere Hauptquest, die machen wir jetzt mal eben. Wie seltsam, dass die Boten nie dann kommen, wenn ihr zu Hause seid. Ja, komische Sache, dass sie nie dann da sind, ne? Wer hätte das nur erwartet, dass sie immer dann da sind, wenn ich nicht da bin? Ach ja, es geht übrigens wieder zurück zur Galdeburg. Ja, Alistair könnte man hier auch treffen im Spiel, werden wir nicht tun. Wenn ihr ihn sehen wollt, kauft euch das Spiel, unterstützt doch die und Entwickler, nicht Unwickler, sondern Entwickler. Ich helfe euch nur dabei, ausgetüftelte Rachefantasien. Ja genau, ausgetüftelte Rachefantasien, das ist genau das. Was er braucht, Varric. Genau. Fantasien. Rache. Der. Die Kommandantin ist euch für eure Unterstützung dankbar. Die Kommandantin. Ich habe eine monotone Stimme. Das interessiert jede Sau. Danke für euer Kommen, Champion. Wenige werden meine Gesellschaft suchen, da ich nun das Ziel von Meredith Zorn bin. Was mich in eine schwierige Lage bringt. Sie hat nicht gänzlich Unrecht. Informiert die Ausrufer. Ein Wunder ist geschehen. Ich weiß, dass einige der meinen ihr auf gefährlichem Wege trotzen. Aber ich kann nicht die Hilfe der Templer anrufen, ohne jeden Magier zum Ziel zu machen. Ihr unterschätzt unsere Kommandantin. Sie würde für ihre Sicherheit auch die ganze Stadt töten lassen. Möglicherweise legt sie sich sogar mit den gesamten freien Marschen an. Ich habe Gerüchte gehört, dass heute Nacht in der Oberstadt ein Treffen stattfindet. Ich würde selbst hingehen, aber wenn ich den Turm ohne Erlaubnis verlasse, ist das für Meredith ein Beweis meiner Beteiligung. Ich finde heraus, was sie planen. Es ist unnötig, die Templer mit hineinzuziehen. Danke. Eure Unterstützung ist ein Rettungsanker für mich. Für uns alle. Bringt einfach in Erfahrung, worum es bei dem Treffen geht. Ihr müsst nicht eingreifen, solange ihr auf nichts Böses stoßt. Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Sonst hat Meredith ihre Legitimation für das Recht der Auflösung. Ja, das wäre nicht so gut, das Recht der Auslöschung. Nicht Auflöschung, sondern Auslöschung.
Rechte Auslöschung würde eigentlich heißen, dass alle Magier im Zirkel von den Templern getötet werden dürften. Was das heißt, ist ja klar, ne? Dass Meredith gewonnen hat und alle Magier in Korkum.